freue ich mich heute Morgen, Klaus Ebeling als unseren Gast begrüßen zu dürfen. Klaus Ebeling arbeitet beim Zentrum für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr in Potsdam. Vorher viele Jahre beim Sozialwissenschaftlichen Institut der Bundeswehr in Strausberg gearbeitet. Das Institut ist ja verschmolzen mit dem Zentrum für. Die können das vielleicht gerne auf jeden Fall zusammengegangen mit dem Institut, mit dem Zentrum für Militärgeschichte. Herr Ebeling ist nicht in offizieller Mission hier, sondern versteht sich eher als katholischer Sozialethiker, der heute für uns spricht. Nicht aus dem ethischen Elfenbeinturm, wie ich finde, sondern ich habe gesehen, wir haben auch sehr viel schon in der Lehre gearbeitet und insbesondere auch einige Zeit als Gymnasiallehrer, also haben auch sehr viel Erfahrung in der Lehre und in der Schule. Einige Veröffentlichungen würde ich gerne erwähnen, weil es auch einen kleinen Einblick vielleicht gibt, an was Sie so arbeiten. Zuletzt habe ich hier gefunden 2010, 2011, Orientierung Weltreligionen als Herausgeber und Mitautor. 2007, Weltreligionen kompakt zum Verständnis von Judentum, Christentum, Islam, Hinduismus und Buddhismus. Und davor einige Veröffentlichungen habe ich ausgewählt, weil das, glaube ich, auch hier unser Thema sehr tangiert. Militär und Ethik. Moral und militärkritische Reflexion zum Selbstverständnis der Bundeswehr, Beiträge zur Friedensethik, Stuttgart 2006, oder ethische Fundamente der inneren Führung, Strausberg 2002, und auch interessantes Thema, wie ich finde, wie viel Werte Dissens verlangt die innere Führung, Bremen 2002. Das sind, ist nur eine kleine Auswahl aus dem, was Sie alles schon publiziert haben, kann gerne etwas ergänzen. Ich werde jetzt schließen und übergebe Ihnen gerne das Wort. Ja, danke für die Einladung. Ich bin auch froh, dass es noch geklappt hat, obwohl ich, das kann ich vorweg sagen, etwas angeschlagen bin. Und ja, es ist gar nicht so sicher, ob ich es schaffen werde, die letzten Tage. Ich hoffe, man wird es nicht allzu sehr merken. Zu dem, was Sie gesagt haben, kann ich vielleicht noch wenig ergänzen. Also diese Verknüpfung von Wissenschaft und Lehre, die war zurück. Das, ja, seit der Zeit, als ich einen Weg katholischer Kriegsdessolehren abbrach. Aber ich habe bis heute noch enge Kontakte zu den Jesuiten an der Frankfurter Hochschule. Und auch neben meiner Arbeit in diesen Bundeswehrkontexten, die mir anfangs, das muss ich gestehen, als ich wieder in die Wissenschaft zurück gelockt wurde, doch auch ziemlich fremd war, muss ich gestehen. Ich war auch nicht bei der Bundeswehr. Aber ich denke, dass diese Distanz, die auch Vorbehalte von der anderen Seite, eine ganze lange Weile erzeugte, haben abbauen können. Man hat sich daran gewöhnt, glaube ich, dass jemand, der nicht so zum Betrieb gehört, vielleicht auch ganz sinnvoll ist. Man hört. Neben dieser wissenschaftlichen Arbeit geht es vor allem um Fragen der ethischen Bildung, friedensethische, militärische Fragen dreht, wo neben den Veröffentlichungen auch sehr viele, ich finde in den letzten Jahren zu viele, nicht publizierte Ratschläge ans Ministerium und andere Stellen gegangen sind. Daneben gehört dann auch für mich noch die Arbeit in kirchlichen Gremien. Justitia Pax, die Deutsche Kommission, da bin ich in der Fachgruppe Gerecht der Frieden, wie die Wissenschaft, wie auch die Bischofskonferenz berät. Und daneben in der ökumenischen Fachgruppe Rüstungsexporte der gemeinsamen Konferenz Kirche und Entwicklung, die seit 1997 damals mit Blick darauf, dass es keinen regierungsamtlichen Bericht gab, einen jährlichen Rüstungsexportbericht herausgibt. Der kommt auch jetzt wieder im Dezember raus und auch für die NGOs auch eine Referenz geworden ist in dieser Zeit, das kann man wohl sagen.
Ja, ich möchte heute Morgen Ihnen zunächst einfach ein paar Informationen übermitteln, die ich aus meiner Beschäftigung in diesem Spannungsfeld mit Gesellschaft, Politik, Kirche und Bundeswehr so gewonnen habe. Ich werde jetzt nicht mit philosophisch grundsätzlichen Ausflügen vom Verhältnis säkularer Staat und Überzeugungs- und Weltanschauungsgemeinschaften zunächst zurückhalten, hätte aber gar nichts dagegen, wenn das dann in der Diskussion einen größeren Raum gewinnen könnte. Ich werde mich nicht nur jetzt auf den LKU beziehen, sondern möchte auch die Rolle der Militärseelsorge auch mit thematisieren. Das sind zwar zwei Dinge, die man unterscheiden muss, klar, aber weil sie faktisch eben doch in der Praxis sehr miteinander verwoben sind, auch in einer problematisierbaren Weise, ja, möchte ich das dann im Zusammenhang gerne ansprechen. So. Ja, wie gesagt, nicht mit schönen Schaubildern, das hat meine Situation nicht zugelassen, aber ich hoffe, es ist trotzdem nicht ganz noch nachvollziehbar. Nur ein ganz kurzer Blick zurück. Ich weiß, ich werde jetzt das etwas grob zeichnen, in der Hoffnung, dass Sie da noch einsteigen, aber damit Sie den Background auch leicht identifizieren können, woraus ich meine Überlegungen dann entwickeln werde. Ja, ein kurzer Blick zurück. Zu Beginn der Bundeswehr war die deutsche Gesellschaft noch zu einem ganz hohen Prozentsatz entweder katholisch oder evangelisch. Ich weiß jetzt nicht mehr die genaue Zahl, aber das war 3/4 bestimmt. Also in der Vorschrift steht ja 95%, glaube ich. Da wurde ja noch in den 90ern drauf verwiesen. Ja, ob es wirklich so war. Ja gut, ich habe jetzt gesagt, es kann sein, dass das Kirchenangehörigkeit wirklich 95% war. Jetzt muss man ja damals gucken, ich habe da auch schon Versuche, da Differenzen zu bestimmen, was natürlich sehr schwierig ist. Es sind ja viele Menschen, durchaus auch damals schon, Angehörige der Kirche, bei denen man nicht jetzt auf einen, sag ich mal, orthodoxen Glauben zählen kann oder das nicht gleichsetzen kann. Umgekehrt sind aber auch eine ganze Menge aus diesen Kirchen ausgetreten, die dennoch sich als Christen da bezeichnen würden. Also das ist eh auch eine Schwierigkeit. Und da nur wirklich meine Aussagen von heute nehmen. Da werde ich gleich noch drauf kommen, auf Prozentzahlen. Da gibt es ja auch offiziell, okay, ich sage so später noch mehr. Also mindestens, also 3/4 oder formal noch viel mehr, katholisch, evangelisch. Und in diesem Kontext war das Verhältnis, das dann etabliert wurde oder wieder etabliert wurde nach der Nazi-Zeit, nicht so, das, ja, diese Konstruktion kann nicht so überraschen. Man hat das ja dann unter dem Begriff positive Neutralität gefasst. Ja. Also die Kirche haben, sind eben nicht, Religion ist nicht nur Privatsache, sondern hat auch einen öffentlichen Anspruch, der akzeptiert wird. Und dementsprechend ist zwar die Trennung von Staat und Kirche prinzipiell bejaht zu bejahen, aber und es gab da sehr viele Grauzonen faktisch dazwischen. Man hat ja, man kann es auch jetzt als soziologische ausdrücken, es gab lange Zeit ein so neokooperatistisches Arrangement der staatstragenden Kräfte, gekennzeichnet durch eine starke Bündelung von Interessen in wenigen großen Verbänden und eben auch den Kirchen, die eng mit den staatlichen Institutionen zusammenarbeiteten. Das heißt, sowohl die Transformation gesellschaftlichen, auch moralischen Einfluss in politische Macht, die umgekehrt auch die gesellschaftliche Implementation politischer Entscheidungen, vollzog sich also lange in relativ institutionell gesehen stabilen Bahnen. Dieses
typisch bundesrepublikanische Arrangement hat sehr lange funktioniert, aber verstärkt oder für weitere Bevölkerungsteile auch wirklich erkennbar wird es dann, denke ich, wesentlich Mitte der 60er Jahre, dass das an Substanz verliert. In der Kirche und auch gerade in der Bundeswehr und der Militär in einer besonderen Weise trat dieser Lernprozess, denke ich, eher verzögert ein, zumindest wurde er verzögert erkennbar. Lange Zeit, ich habe das selber auch noch erlebt, haben interne Konformitätsprämien dazu beigetragen, den Verlust an Frage- und Antwortkompetenz zu kaschieren. Jetzt ein Sprung, wie gesagt, das war natürlich ein langer Prozess, das muss ich Ihnen nicht erklären, also der gesellschaftlichen Globalisierung, auch Individualisierung. Für die katholische Seite, die ich immer etwas genauer betrachtet habe aus meiner biografischen Situation, war da ein ganz entscheidender Durchbruch, der dann auch gleich schon für unser Thema, denke ich, relevant war, das Zweite Vatikanum. Und hier der Durchbruch, die Anerkennung der Religionsfreiheit. Da hatte man sich ja von seinem eigenen religiösen Wahrheitsverständnis sehr lange gegen gewehrt, wenn man gesagt hat, Wahrheit vor, Wahrheit vor Toleranz, mehr Toleranz im Sinne von Duldung, ja, ja. Aber man darf die eigene Identität und das, die Wahrheitsüberzeugung nicht zur Disposition stellen durch irgendwelche pluralistische Arrangements, ja, die von einer wie eine Gleichgültigkeit transportieren. Und entscheidend war eben, und ich lese jetzt mal so eine wichtige Formulierung, weil das auch die heutige Position der Militärseelsorge ist, aus einer Erklärung anlässlich des 40. Jahrestags dieser Konzilserklärung Dignitatis Humanae. Da steht, ich zitiere, die Anerkennung der Religionsfreiheit eines jeden bedeutet eine Abkehr von der traditionellen kirchlichen Vorstellung, dass der wahren Lehre als solche ein rechtlicher Vorrang gebührt. Das heißt nicht, dass der Wahrheitsanspruch in Fragen der Religion oder auch der Moral preisgegeben wird. Es wäre falsch, Freiheit gegen Wahrheit auszuspielen. Vielmehr geht es um eine Personalisierung des religiösen Wahrheitsanspruchs, der sich im freien Gewissen des Menschen manifestiert. Der Wahrheit entspricht es allein, wenn sie vom einzelnen Gewissen in freie Entscheidung angenommen und in freiem Handeln bezeugt wird. Dann noch die nächste Überlegung. Gerade in den westeuropäischen Staaten begegnet man beispielsweise häufig dem Missverständnis, dass religiöser Glaube in der modernen freiheitlichen Gesellschaft Privatsache geworden sei und dass die Religionsfreiheit da im Wesentlichen einen privaten Freiraum zu schützen habe. Dem entspricht die Verwechslung der rechtsstaatlichen Säkularität, das heißt den Religionsfreiheit, kann man sagen Weltanschauungsfreiheit, selbstbegründeten institutionellen Ausdifferenzierung von Staat und Religions- bzw. Weltanschauungsgemeinschaften mit einem laizistischen Programm der Purifizierung des öffentlichen Raumes von religiösen oder auch anderen weltanschaulichen Symbolen. Ich denke, diese zuletzt angesprochene Differenz spielt ja auch eine Rolle in der Diskussion, ob sie etwa jetzt auch humanistische Positionen überhaupt darum bemühen sollen oder Organisation bemühen sollen, so etwas wie Militärseelsorge überhaupt anzustreben. Also, wie gesagt, hier wird deutlich ein neues Verständnis, Umgang von Pluralität, ja, durch die Bindung des Wahrheitsanspruchs an den Vorrang der Gewissensfreiheit. Das ist immer ein wichtiger Punkt im Umgang auch mit Differenzen der weltanschaulichen
Wenn man das begriffen hat, kann man auch nicht mehr versuchen, praktisch über die staatliche Gesetzgebung katholische oder religiöse Positionen ins Gesetz schreiben zu lassen. Das haben nicht alle Würdenträger so verstanden, aber man sieht das so, diesen Lernprozess, wie schwierig der auch gerade in der katholischen Kirche war, wenn man an die Verfassung des 218 zum Beispiel, oder wenn dann sowas kommt wie eine Entscheidung zum Kruzifixurteil. Ja. Da macht das nochmal auf, dass das doch auch bei vielen noch nicht wirklich geklärt ist. Aber immerhin, das war ein Durchbruch von religiösem Selbstverständnis, in der das auch, wenn es um das Staats-Kirche-Verhältnis geht, die Diskussion, auch der Beteiligung anderer als katholischer oder evangelischer Vertreter im Zusammenhang mit der Bundeswehr, der Militärseelsorge, eine neue Diskussionssituation entstehen lassen. Zur gegenwärtigen Situation, das ist jetzt ein Zeitraum, den ich auch überblicken kann. Abgesehen von den weltpolitischen Veränderungen und auch der deutschen Vereinigung, ist dann auch in der Militärseelsorge und der Bundeswehr das nicht mehr übersehbar geworden, wie weit doch auch Säkularisierungsprozesse vorangeschritten sind, wenngleich man sagen muss, Säkularisierungsprozesse sind nicht so einsinnig, oder verlaufen nicht so einsinnig, wie es viele auch gedacht haben, dass man sagt, mit Modernisierung verlieren sich auch Überzeugung oder überhaupt gehen vielleicht auch weltanschauliche Positionierungen umfassender Art weniger wichtig, sondern es ist durchaus ein gegenläufiger Prozess, auch mit in Wellen verlaufen. Aber zumindest ist das, was manchmal jetzt auch so Wiederkehr der Religion genannt wird, in unseren Breiten nicht zu verwechseln mit einer neuen Verkirchlichung. Wer das glaubt, der wird ziemlich enttäuscht werden. Oder der andere wird freudig enttäuscht werden, die das befürchten. Ein wesentlicher Impuls, darauf zu reagieren aber, war nicht die Einsicht, dass nun mittlerweile knapp über 50% oder 60% näher, aber unter 60 mittlerweile, Prozent nur noch katholisch oder evangelisch sind. Der Soldaten? Ja. Unter 60% bezieht sich auf die Soldaten? Oder ja, auf die Soldaten. Also es liegt noch unter dem Prozentsatz in der Gesamtbevölkerung. Ich kann Ihnen das sagen, genauer. Darauf hat man gar nicht so reagiert zunächst, sondern wichtig genommen wurde erst diese Pluralisierung durch die wachsende Zahl von Muslimen. Und weil man da auch eine, ja, denke ich, auch eine Furcht hatte, was passiert denn da, wenn die da jetzt in größeren Anzahl auch in die Bundeswehr kommen? Es gibt keine genauen Zahlen darüber, wie viel Prozent das sind, aber ich denke, man kann sagen, wie gesagt, weil das nicht abgefragt werden kann. Durch die Kirchensteuerregelung in Deutschland weiß man, bei katholischen evangelisch kann man das wissen. Also mit den ganz am Anfang formulierten Einschränkungen natürlich nur. Aber bei den Andersgläubigen eben nicht. Also wenn Sie das interessiert, ich habe hier eine leider auch nicht veröffentlichte aus einer Sinusstudie, die katholische Militärseelsorge in Auftrag gegeben hatte. Also da müsste man mal sehen, dass das auch offiziell irgendjemand verteilt werden darf. Denn die ist sehr aufschlussreich. Und das stimmt auch mit den Sachen, die in der Bundeswehr an auch nicht veröffentlichten Untersuchungen es gibt, soweit ich das sehen kann, überein. Aber jetzt mal, wenn Sie das interessiert, ein paar Zahlen nur. Das kann man dann noch nachreichen und ausdifferenzieren. Das unterscheidet sich ein bisschen
bei Zeit und bei Berufssoldaten, das sind jetzt Angaben aus dem Jahre 2011. Ja. Dass man sagt, dass bei den Zeitsoldaten 45% keine Konfessionszugehörigkeit, 30% evangelisch, 23% katholisch. Und bei den Berufssoldaten sind 31% konfessionslos, 32% katholisch und 36% evangelisch. Das hängt auch mit dem Alter, mit der Altersstruktur zusammen, dass Zeitsoldaten etwas jünger sind als andere. Und da gibt es dann natürlich noch Milieudifferenzierung. Ich weiß nicht, das will ich jetzt mal in dem ersten Durchgang nicht machen. Das könnte man dann auch noch ganz interessant analysieren. Ich weiß nicht, wie weit das bekannt ist, diese Sinusstudie mit diesen Milieus. Ja. Das traditionelle Milieu, so ein akademisches, so ein liberal, sag ich mal, intellektuelles Milieu oder dann ein sozial engagiertes, ökologisch auch interessiertes Milieu. Da sind die Referenzen etwas unterschiedlich natürlich nochmal verteilt. Das Verhältnis zur Militärseelsorge, um da auch so ein paar empirische Informationen zu bekommen und die für die Diskussion dann, denke ich, auch aufschlussreich sein können. Da möchte ich Ihnen auch ein paar Dinge sagen. Ich konzentriere das jetzt auf eine Differenz, nämlich die Fragen. Eine der Fragen war, ob man bei persönlichen Problemen sich ohne weiteres an die Militärseelsorge wenden würde. Und da stimmen auch 46% der Konfessionslosen zu. Und auf die Frage, es wäre mir wichtig, dass der Militärseelsorger die gleiche Konfession hat wie ich, das fordern nur so 14%. Also differenziert nach Zeit- und Berufssoldaten, also 16% Zeitsoldaten, 12% Berufssoldaten. Und wenn man das jetzt noch offener oder anders formuliert, 42% aber hätten von denen, die nicht konfessionslos sind, auch lieber einen nicht kirchlichen Ansprechpartner. Wie viel Prozent? Sie mal, ich habe das jetzt hier. Also bei persönlichen Problemen würde man sich lieber an nicht kirchliche Ansprechpartner wenden. Dies auf diese Frage antworten dann 32%. Der Zeitsoldaten und 22% der Berufssoldaten zustimmt. Also lieber ja, aber man hat auch die Schwelle, auch zum Pfarrer zu gehen, ist nicht sehr hoch. Ja. Und das kann sich mit den Sinusergebnissen nicht belegen, aber aus den anderen, die ich kenne, ist es so, dass dann aber auch herauskommt, wie stark oder wie wenig das mit dem Bekenntnis zu tun hat bei den Pfarrern. Ja. Die Pfarrer werden sehr stark als eben nicht in die Hierarchie eingebundene Sozialarbeiter der besonderen Art wahrgenommen. Nicht, als wenn man Ärger zu Hause mit der Freundin hat und möchte am liebsten aus dem Einsatz zurück, dann ist es nicht schlecht, wenn man den Pfarrer davon überzeugt, dass der das unterstützt. Und das hängt dann auch sehr stark eben von der Person ab. Und einen gewissen Vertrauensbonus, dass man sagt, so ein Pfarrer, der wird dann auch an bestimmte Vertraulichkeitserwartungen sich halten, den hat er. Und das hat jetzt mit der spezifisch religiösen Haltung nicht so viel zu tun. Aber das muss man sehen auch nochmal. Aber wie gesagt, deshalb auch eine hohe Akzeptanz der Militärseelsorge, obwohl auch diejenigen, die jetzt nicht selber sich religiös verstehen, auch andere Berater noch lieber hätten. Ja. Das ist nicht so überraschend, würde ich sagen,
Aber dennoch, wenn man dann, da werden wir eigentlich eine Diskussion dazu kommen, fragt, wie man konkret das voranbringen kann, dass auch, wenn man das grundsätzlich überhaupt will, ja, klar, man kann auch sagen, wir wollen nicht dieses, in dieses Arrangement nicht hinein, da gibt es ja auch gute Gründe dafür, ich kann mich dann auch noch positionieren gleich, aber wenn man da guckt, wie man das forcieren will, sind diese Ergebnisse vielleicht ein Hinweis, dass es nicht hilfreich ist, da jetzt in die Konfrontation mit der Kirche unbedingt zu gehen und meint, man gewinnt Raum für sich, indem man die Pfarrer schlecht macht. Ja. Als wären das so die verkappten Ideologen, die die Leute da hinter ihrem Rücken katholisch oder sonst was machen wollen. Die müssen sich sehr zurückhalten. Das müssen die, manche auch, die aus einem noch milieugetränkten Katholizismus kommen. Die müssen sich sehr schnell daran gewöhnen, dass selbst bei denen, die sich katholisch oder evangelisch nennen oder formal dazugehören, das so gar nicht funktioniert. Ja. Also wer da so auftritt, noch wie vielleicht bestimmte Bischöfe, der kommt nicht weit. Das ist für manche gar nicht so leicht, das zu akzeptieren. Und jetzt noch eine entsprechende Aussage zum LKU. Bevor ich dann noch ein paar Dinge dazu zur ZTV sagen will, falls wir alle kennen, muss ich das gar nicht machen, weiß ich nicht. Da ist es so, auch querbeet, also wenn wir die andere Zahl haben, also 45% nicht konfessionslos in der Gegend, mit den LKU sind zufrieden, oder sehr zufrieden, 77% der Zeitsoldaten und 78% der Berufssoldaten, weniger zufrieden, 14% der Zeitsoldaten und 15% der Berufssoldaten. Das heißt, dass auch bei denen, die eben nicht den christlichen Konfessionen angehen, eine hohe Akzeptanz. Das ließe sich auch, wenn man das differenziert anschaut, das ist auch eine Untersuchung gelaufen in der Zeit der Erprobung der zentralen Dienstvorschrift zur Militärseelsorge und zum LKU, auch breit bestätigt worden. Ja. Das heißt auch hier weniger grundsätzlicher Vorbehalt, mehr Schwierigkeiten wieder mit der konkreten Person, der konkreten Konstellation zusammen. Hier ist eigentlich auch ein beträchtlicher Teil derer, die gar nichts sagen. Bei den Zeitsoldaten, die sich gar nicht äußern, 14%, bei den Berufssoldaten 8%. Auch hier gibt es jetzt in der Sinus-Studie interessante Sachen, aber die ich jetzt auch am Anfang nicht bringen möchte, weil es dann zu diffus würde, denke ich. Das ist natürlich für eine konkrete Ausrichtung dann von Lehrangeboten entscheidend. Also die Milieudifferenzierung in den Zustimmungs- oder Ablehnungsraten, das geht doch sehr weit auseinander. Da müsste man jetzt genauer sich mit den, mit diesem Milieu beschreiben, was deren Profil ist. Ich weiß nicht, wahrscheinlich kennen viele diese Sinus-Studien, die gibt es ja schon seit jetzt Jahrzehnten, mit diesen Versuchen, das auch immer weiterzuentwickeln, was die mit Bezug auf Religionszugehörigkeiten ergeben. Umgekehrt und auch den Umgang mit bestimmten Aspekten von Religiosität. Noch einiges jetzt dieser Dienstvorschrift. Die Bundeswehr kennt ja da sehr viele zentrale Dienstvorschriften. Also eines auch diese berühmte 10-1 zur inneren Führung und eine eben jetzt auch zu dem LKU. Das war, ich war teilweise in diese Beratung einbezogen. Es reflektiert einerseits jetzt auch wirklich in wichtigen Formulierungen eine Öffnung. Man will aber natürlich zunächst mal, so, weil es irgendwie so keine großen
Friktion gibt, das bestehende Modell, nämlich der Delegation des Unterrichts an die Militärgeistlichen, beizubehalten, kann einfach auch sagen, weil es am bequemsten ist und zunächst mal am billigsten. Die Pfarrer sind da, da muss man niemanden neu für einstellen. Das sind ganz einfach, solange es keinen großen Ärger gibt und die Akzeptanz groß, wird man sagen, was soll man denn da ändern? Und die Zahlenverhältnisse, und dann kommt natürlich die Frage, was jetzt aktuell diskutiert wird, ja, wie ist das bei den Muslimen? Die sind natürlich auch am stärksten. Und dann kommt, obwohl es zahlenmäßig natürlich überhaupt keine Rolle spielt, aber aus politischen Gründen, auch wenn die jüdischen Gemeinden, also der Zentralrat anfragt, der zudem institutionell auch den Vorteil hat, dass er eine Anstalt öffentlichen Rechts ist, eine Einrichtung öffentlichen Rechts. Denn bei den Muslimen kommt immer der Einwand, ja, wer ist denn da jetzt, kennt man beim Religionsunterricht, wer ist denn da jetzt nur ein Partner? Und denke, diese Frage wird man dann auch bei den, wenn es um die Militärseelsorge geht, etwa an die humanistischen Verbände stellen, für wen sprecht ihr denn? Wie viele sprecht ihr denn? Könnt ihr beanspruchen, der Vertreter zu sein von, zumal doch viele Konfessionslosen gar nicht Atheisten oder Agnostiker sind, sondern nicht. Aber je nachdem, wie dann ein Verband ein Profil hat, ist der ja sogar bündnisfähig, denke ich, mit bestimmten Teilen, was das Selbstverständnis angeht, von religiösen Aufgaben der Bundeswehr. Da können wir vielleicht gleich mal noch darüber sprechen. Also ich sehe das, diese Möglichkeit. Und ich sage auch, warum ich das für einen interessanten Gedanken halte. Aber in den grundlegenden Formulierungen ist das ein Fortschritt gegenüber dem, was früher war, in der Bundeswehr generell eröffnet. Es gilt auch für die innere Führung. Wenn Sie eine Vorgänger, wie aber jetzt das nochmal sensitive Selbstverständnis der Bundeswehr formulieren soll. Ja. Wenn Sie eine ältere Version nehmen, die noch von Rühe installiert wurde, das liegt jetzt schon ein bisschen zurück, das habe ich dann noch kritisieren können in meinem Moral-Ethikbuch, Militär-Ethikbuch, da kommt in vielen Formulierungen noch so raus, naja, wir können uns den gesellschaftlichen Einflüssen ja nicht völlig verwehren, aber wir müssen die praktisch so selektieren, was da so geht oder nicht. Ne? Deshalb die Vorstellung hier, wir sind eigentlich eine wohlgeordnete Welt, da draußen ist es etwas weniger wohlgeordnet und jetzt müssen wir gucken, wie wir darauf reagieren, aber ja, diese Selbstdeutung, bei den Älteren findet man das immer noch, ja, immer wieder. Deswegen gibt es auch so Ungleichzeitigkeiten, wenn man im Ministerium viel zu tun hat. Da kann man an solche geraten, die das immer noch weiter pflegen wollen. Ja. Und andere, das ist durchbrochen. Ja. Das ist wirklich jetzt auch durchbrochen. Wenn man wirklich auch Teil der Gesellschaft bleiben will, und da ist eben die Sorge, dass die Gesellschaft die Bundeswehr vergisst und nicht, dass die Bundeswehr da aus eigenem Überschätzungen heraus meint, Staat im Staate spielen zu. Das Problem ist eher, dass der Staat sich nicht mehr um sie kümmert. Oder die Gesellschaft zu wenig um sie kümmert. Also jetzt einige Formulierungen, gleich bei den Grundsätzen trage ich mal so ein paar Zitate vor, die deutlich machen, diese wirkliche Öffnung jetzt auch, was den Grundsatz angeht. Und ich weiß aber auch, dass die Kirchenvertreter anfangs sich schwer taten, ob dann da nicht so ein Virus reinkommt. Das hat sich aber auch bei kontroversen Diskussionen gegeben. Ich denke, da habe ich einen kleinen Anteil auch selber. Und wir hatten dann schon die Situation, etwa bei dieser Untersuchung, wie der LKU denn angekommen ist, als es darum ging, diesen Fragebogen durchzubringen. Ich sage jetzt einfach das, was ich denke. Obwohl es immer noch anstößig ist, darauf hinzuweisen. Da ging es auch, waren auch Fragen, die eine grundsätzliche Infragestellung hätten zutage fördern können.
Wer oder die Personen, die das raushaben wollten, waren nicht mehr die Vertreter der Militärseelsorge, sondern Verteidiger der Kircheninteressen, vermeintlich aus dem Ministerium. Ja, und wir haben das durchgeboxt gegen das Ministerium mit der Kirche, mit den Kirchen. Weil, wie gesagt, das nutzt uns nichts mehr, Dinge, die da sind, nicht zu wissen. Ja. Das kann einfach eine Verzögerung der Veränderung bewirken, aber nicht mehr. Und ich denke, da merkt man, dass da sowas gekippt ist. Ja? Dass man viel mehr, also weniger dieses, natürlich haben die mehr den Blick auf andere Religionen. Dass sie sagen, wir können das Anliegen, das wir haben, über letzte und erste Fragen, auch moralische Fragen, intensiv nachgedacht wird. Da sind wir bei aller Differenz, haben wir da Partner bei den anderen Religionen. Und wenn ich ihr Selbstverständnis im Verband sehe, auch sie wären dann Partner gegen so eine Vergleichbilligung oder so eine Indifferenz, ja, oder so naturalistische Selbstverständnisse, die auch in die Moral, das heißt nur so als so eine funktional voll beschreibbar halten, sage ich mal. Ja, was auch. Ich lasse das jetzt mal so umstimmen, das kann man natürlich genau bestimmen. Aber dass man da sieht, wir haben dann ein gemeinsames Anliegen, an dem wir eigentlich alle als Bürger interessiert sein müssen. Und da kann, sind auch die, die eine andere Religion haben oder eine andere Bekenntnisse, ja, oder Agnostiker sind, auch Atheisten sind, aber auch Humanisten sind, Verbündete sein. Gegen diese Art von, ja, was soll ich sagen, Indifferenz, ja, gegenüber moralischen Ansprüchen. Ja, jetzt endlich die Formulierung. Diese Zitate kommen jetzt woher? Diesen, was ich jetzt an Zitaten bringe, das sind jetzt aus dieser ZDV 10-4. Und die ist, die ist LKO, zum LKO. Die ist zum LKO. Ja? Vielleicht bei den Grundsätzen, die erste Nummer, die sind so durchnummeriert, das Modell 1 steht, angesichts des raschen und tiefgreifenden Wandelns und einer Gesellschaft, die in wichtigen Lebensfragen eine große Meinungsvielfalt aufweist, brauchen Soldatinnen und Soldaten ein geschärftes ethisches, rechtliches und politisches Bewusstsein sowie eine ausgeprägte moralische Urteilsfähigkeit. Und da werden natürlich auf die Grundlagen der Verfassung verwiesen, ja, Menschenwürde und Freiheit, Frieden, Solidarität und so weiter. Und dann in an den nächsten Abschnitte, unter 3 steht, und die ethische Kompetenz ist die Befähigung der Soldaten und Soldaten zu verstehen, sich selbstbestimmt an den Werten und Normen des Grundgesetzes und den daraus resultierenden Werten und Normen des soldatischen Handelns zu orientieren. Der lebenskundliche Unterricht leistet bei dieser Entwicklung berufsethischer Kompetenz eine unverzichtbare Ergänzung. Dann im nächsten Abschnitt, das ist wichtig auch, der lebenskundliche Unterricht ist ein Ort freier und vertrauensvoller Aussprache und lebt von der engagierten Mitarbeit der Soldatinnen und Soldaten. Er ist kein Religionsunterricht und auch keine Form der Religionsausübung im Sinne von § 36 des Soldatengesetzes, sondern eine berufsethische Qualifizierungsmaßnahme und damit verpflichtend. Er wird in der Regel von Militärseelsorgerinnen und Militärseelsorgern und im Bedarfsfall auch von anderen berufsethisch besonders qualifizierten Wehrkräften erteilt. Da gibt es eine Anmerkung, wo das etwas näher dann bestimmt wird. Als berufsethisch besonders qualifiziert gelten Lehrkräfte, die über eine entsprechende akademische Ausbildung verfügen, beispielsweise Religionswissenschaften, Philosophie, Psychologie, Rechtsphilosophie etc. Dazu und die die Gewähr für die Qualität des Unterrichts bieten. Über Bedarf und Auswahl entscheidet das BMVG. So. Da werden wir, denke ich, nachher noch zu sprechen haben. Dann ich noch kurz eine Zwischenbemerkung machen. Ja. Wer das nachlesen möchte, wir haben die zentrale Dienstvorschrift auf der Homepage der Akademie zugänglich auch machen. Ja. Und dann komme ich jetzt noch bei Aufgaben und Ziele auf einen Punkt. Dann will ich diese kurze Lesung hier beenden. Das wäre auch hier dann Nummer 107. Der lebenskundliche Unterricht trägt dazu bei, dass sich die Soldaten, Soldatinnen und Soldaten angesichts der Erfahrung
kultureller und religiöser Vielfalt in der Bundeswehr der gemeinsamen Werte der freiheitlichen, demokratischen Gesellschaft vergewissern. Dadurch werden sie befähigt, sich mit der eigenen und anderen Überzeugungen, Weltanschauungen und Kulturen argumentativ auseinanderzusetzen, in den Dialog zu treten und interkulturelle Kompetenz zu entwickeln. Es geht also hier um die Förderung auch der Verantwortung für die eigene Lebensführung. Und dann kommt in 108 alles eine Formulierung, die, wo man auch kritisch fragen kann. Zugleich rückt die Gemeinschaftsbezogenheit in den Vordergrund, mit der Folge, die bestehende Wertordnung sowie die staatliche Gemeinschaft und Gesellschaft als lebenswert und damit auch schützenswert und verteidigungswürdig zu begreifen. Da kann man sagen, da steht so ein bisschen jetzt so eine Staatsfromme im Moment drin. Ja, aber das ist okay. Das überrascht nicht. Ja, dann kommen nur noch Bestimmungen von den didaktischen Anforderungen, also das hier so die Methodik und die Möglichkeit, die Erwachsenenbildung zu bilden haben. Und dass die auch, was für die pragmatische Überlegung nicht ganz unwichtig ist, auch so eine Bevorzugung von Seminaren, also so meinetwegen ganztägig oder vielleicht auch mal so eine wöchentliche Veranstaltung. Wo das nicht so zwischen den normalen Dienstverrichtungen unterzubringen wäre. Denn da ist ja immer das Problem auch, deswegen sind ja auch die Militärseelsorge, oder deswegen ist es dem Staat bislang so wichtig, dass die Beamte auf Zeit sind, weil man dann, glaube ich, leichter weniger ein Problem hat, dass die dabei sind beim Betrieb, auch im Auslandseinsatz. Sonst sind die Hürden sehr viel schwerer, da jemanden mitgehen zu lassen. Während man bei so einem Seminar, das kann man auch leicht bei einem anderen Träger machen. Ja, da kann man die auch eine Woche mal rausnehmen, in irgendeine Tagesstätte. Also nicht so ganz irrelevant, wenn man sagt, für ihre Situation da auch reinzukommen. Über Gewohnheitsprozesse wird dann auch manches andere möglich werden, denke ich. Ja. Aber das, wie gesagt, ist nicht ganz unwichtig. Und dann noch ein letztes Zitat, was noch auf eine übliche, lange Zeit übliche Praxis des RKU verweist oder so ein Nachklang ist, der wird von verschiedenen, also der lebenskundliche Unterricht wird im Verlauf eines Jahres von verschiedenen Unterrichtenden durchgeführt. Wenn im Einzelfall unüberwindliche Hindernisse für die Teilnahme an einem durch bestimmte Militärgeistliche durchzuführenden lebenskundlichen Unterricht bestehen, steht es den Disziplinarvorgesetzten im Rahmen ihrer Verantwortung frei, angemessene Lösungen zu finden. Das war, man hat ja faktisch, da haben wir gesagt, ja, die Pfarrer machen das, und wenn dann ein Soldat sagt, auf welchen Gründen jetzt immer, das ist ja nicht eine Zumutung, das darf doch nicht sein, ja, ich bin ja ganz anders, dann hat man nicht darauf bestanden zu sagen, ja, halt als LKU-Dozent ist das ja kein Pfarrer jetzt. Staatlicher Unterricht. Also ist der auch verpflichtend. Dann hat man, um den Ärger aus dem Weg zu gehen, weil sehr viele den LKU auch gar nicht so wichtig genommen haben, gesagt, dann ist eine Dispens möglich. Ja, da muss man nicht kommen. Und das geschieht heute in Einzelfällen auch noch. Wenn da sich jemand wirklich verhakt hat, dass man sagt. Das heißt, dann lässt man Ausnahmen zu, befriedende Ausnahmen, obwohl es ja, wie gesagt, kein Religionsunterricht und deshalb auch verpflichtend ist. Heißt das jetzt, dass einzelne Soldaten nicht teilnehmen müssen oder dass man Unterricht ja nicht bei einem bestimmten Geistlichen? Ja gut, da wird man auch dann in der, zunächst mal, dass jemand, ein Soldat befreit wird. Wie gesagt, das ist so, das wird in die Verantwortung des Vorgesetzten gegeben. Ja, der soll das dann entscheiden. Prinzipiell ist es ja verpflichtend. Ja. Und wenn ein Geistlicher da auffällt, dass er dem nicht gewachsen ist. Und dann, vielleicht merkt er es ja selber, also es gibt ja Geistliche, die sagen, LKU ist nicht mein Ding, ich kriege das nicht richtig hin. Die Auswahl an Militärgeistlichen ist ja nicht so groß, vor allem die katholischen Bistümer, die gehen vor allem ihre guten Leute natürlich überhaupt nicht gerne weg, angesichts des bestehenden Priestermarkts. Ja. Die tun sich da eh schwer.
dann wird man, oder man wird dann eben, da wird der Vorgesetzte oder der Vorgesetzte des Vorgesetzten an die Militärseelsorge wenden, an das Amt. Und wenn man sagt, der kann den Anspruch nicht gerecht werden, wird man den da wegziehen. Ja. Weil man das nicht will, dass durch solche Fälle dann das grundsätzlich in Frage gestellt wird. Denn es gibt zwar auch in der Militärseelsorge Stimmen, die sagen, wie, warum sollen wir denn, wir ziehen uns wirklich auch, weil wir eine Religionsgemeinschaft sind, wirklich auch zurück auf Militärseelsorge. Und dann soll die Bundeswehr denn wirklich den Unterricht mit Lehrkräften, die sie dann auch einstellen muss, oder muss ja nicht Festanstellung sein, oder was weiß ich, Dozentenverträge, Zeitverträge oder Kooperationsvereinbarungen mit irgendwelchen Organisationen, das ließe sich ja machen. Es gibt durchaus Leute, die sagen, wir sollen uns auf das Kerngeschäft zurückziehen, aber es ist nicht die Mehrheit. Denn, zum einen, da gibt es eine unterschiedliche Position, einer ist natürlich auch, weil umgekehrt diese für den Staat bequeme Leistung der Stabilisierung der Militärseelsorge als Ganze auch dient. Das muss man auch sehen. So, das jetzt zu dieser Sache, also da merkt man schon, nicht prinzipiell öffnen, da ist jetzt dann eher die Frage, wie das auch dann praktisch umgesetzt werden kann. Natürlich gibt es jetzt, wenn ich jetzt mal zurückblicke, Positionen, die also meinen, es ist überfällig, das Staatskirchenverhältnis auch auf diesem Feld radikal neu zu regeln. Das kennen Sie auch. Auch innerhalb der Kirchen gibt es Gruppen, Pax Christi, wenn auch nicht unisono, etwa gehört dazu, die generell auf diese Art von Verflechtung, die in Deutschland immer eine Tradition war, auflösen wollen. Jetzt vielleicht nicht so streng wie im Französischen, obwohl da gibt es eher eine umgekehrte Entwicklung zum Teil auch jedenfalls. Von den Parteien, das wissen Sie, denke ich, genauso gut wie ich, ist dafür eigentlich nur die Linke eindeutig, fast eindeutig positioniert, wenn ich das richtig sehe. Da gibt es auch andere Stimmen, aber selbst die Christengruppen dort favorisieren da eine striktere Trennung. Im Religionsunterricht hat sich da in den letzten Jahrzehnten was getan. Da habe ich in den 70er Jahren gemerkt, dass das dass er viel mehr auf der Agenda stand. Sollte er nicht als ordentliches Lehrfach abgeschafft werden? Das spielt heute nicht mehr so eine große Rolle. Aber auch so Gefängnisseelsorge, Krankenhausseelsorge. Ich denke, die meisten sagen, so schlecht ist das nicht. Und dort, wo das zu sehr zu diesem neokooperatistischen Engagement führte, das wird jetzt aufgebrochen durch mehr Beteiligte, mehr Akteure in dem System mitspielen. Ja. Ich glaube, das ist eher so die Richtung auch des HDV, die HVD, Entschuldigung. Gibt es HVD auch? HDV ist richtig. HDV gibt es auch. Ich glaube, irgendwas in Hamburg, also irgendwo. Na gut, also Sie wissen es bei der CDU und auch wohl noch mehrheitlich bei der SPD gibt es keine starke, oder da gibt es eher noch die sehr starke Position, kein prinzipieller Handlungsbedarf. Allenfalls bei der FDP so ein, ja, öffnen ein bisschen. Für andere, das schon. Und ich kann doch gut sagen, dass mir so die Position der Grünen am längsten ist, die auch nicht einig sind. Da gibt es auch eine starke Anteil, die auch für eine striktere Trennung sind. Die Mehrheit aber wohl zurzeit noch ja. Weiterführung, auch Militärseelsorge, aber eben auch Öffnung für konfessionslose Betreuung. Die aber nicht so weit, die war auch betont, das ist keine originär staatliche Aufgabe. Das muss nicht sein. Und das würde ich als Katholik auch sagen, das muss nicht sein. Muss nicht sein. Aber das ist eine Frage der Abwägung. Ja, und dann vor allem für mich eine Frage des Wie.
Also wie das jetzt in eine freiheitsverträgliche Form gebracht werden kann. Ich will jetzt, denke ich, jetzt gar nicht, das hatte ich eigentlich noch vor, noch ein bisschen von das Religions- oder ins Politikphilosophische, ich denke, wir leiten besser jetzt in der Diskussion, wo man das dann auf Frage-Antwort-Spiel entwickeln kann. Also eines vielleicht noch so ein bisschen eine, so etwas wie eine Schlussrunde. Ich fände es gut, wenn man vielleicht gerade auf diesem Felde, wo die Vertreter der Religion ständig auch zu tun haben und sich in Verhältnis zu setzen haben zu Menschen, die nicht religiös sind. Das ist eine gute Lernchance für die Religionen und es wäre auch eine gute Hilfe, wenn da eben auch nicht religiöse Positionen ihren Ort finden würden. Weil es eben, ich habe vorhin das schon mal kurz angesprochen, auch ein gemeinsames Interesse gibt, dass nämlich Menschen auf dem Weg Standpunkte zu gewinnen, ihre Lebensführung zu orientieren, das kann man ja mehr oder weniger reflektiert tun, auf den Weg gebracht werden sollen. Das entspricht noch an Fähigkeit oder Entwicklung der Fähigkeit zur autonomen Selbstbestimmung zu tun. Ja, und auch moralisch anspruchsvoll von sich selber und den anderen denken wollen und auch versuchen, wie man das auch stützen kann in einem staatlichen Zusammenhang, nicht nur im Nahbereich, im sozialen Nahbereich. Und weil die, selbst viele der Gläubigen ja, haben ja nicht die Überzeugung, also, dass es auf diesem Gebiet eine subjektive Gewissheit, wirklich eine unbezweifelbare Gewissheit sein kann. Also, ja, das kriegen ja die meisten Gläubigen auch nicht in diesen Fanatismus. Hilft das eigentlich für die, eine Sprache zu finden, für das, was man wirklich für Wert, was man wirklich wertschätzt, wenn man mit anderen zu tun hat, die eben anders ticken. Und dann schließe ich mit einem Fast-Zitat, dass die Wahrheitsfrage sinnvoll nur so beantwortet werden kann und auch nur eine solche Religion oder Weltanschauung als wahr gelten kann, die die Möglichkeit ihrer Negation nicht nur toleriert, sondern einschließt. Das ist Thank you.